Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. 4 mit Paxis. Wuhu! Extrem gekühlter Bau errichtet, um die vielen Magen von Vega Schaltkreisen und die Millionen Prozessorknoten zu beherbergen. Seid ruhig, verdammt nochmal. Munition. Ach, das Geräusch der Tür hat mich so verwirrt. Ist man hier eigentlich irgendwas Cooles? Nö. Energie ist voll. Du siehst das beste Kühlsystem aller Zeiten vor dir. Es hat Jahre gedauert, es zu perfektionieren. Zerstören Sie die 4 Kühlmittelgeneratoren. Sind sie vernichtet, werden meine Primärsysteme überhitzen. Ach, ich will den Vega nicht umbringen, der ist cool. Aber was soll's. Es bleibt nichts anderes übrig. Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe gerade nur die Sachen eingesammelt. Scheiße, Mann. Einmal muss ich da hoch. Ich überlege halt gerade, ob es Sinn macht. Ob es Sinn macht, erstmal alle umzubringen, bevor ich das nächste hochjage, weil sonst kommen wahrscheinlich immer mehr Gegner. Es könnte natürlich sein, dass wenn ich alle 4 hochgejagt habe, dass die dann von alleine vernichtet werden, die Gegner. Keine Ahnung. Was soll's? Ist denn das Ding? Wo sind der Summoner hin? Ach da. Tot, ja. Au, ach, die wieder. Scheiße, ich mache jetzt den Plan erstmal zu Ende und mach die alle kaputt, dieser. Oh, scheiße. Okay. Wie gesagt, es gibt halt 2 Möglichkeiten. Entweder ist es besser, erst alle platt zu machen, nachdem man ein Kühlsystem kaputt gemacht hat, und dann zur nächsten zu gehen, oder halt einfach alle 4 auf einmal platt machen, und dann könnte es sein, dass das System überhitzt und alle Dämonen platt macht. Das weiß ich gerade nicht. Ich werde das nochmal probieren, dass ich einfach alle 4 Systeme auf einmal kaputt mache und nebenbei ein paar Dämonen töte. Ich glaube, das ist das Schlauste. Kerntemperatur steigt. Achtung, Kerntemperatur steigt. Oh Scheiße. Achtung, Kerntemperatur übersteigt kritische Grenze. Wo muss ich hin? Hä? Okay, es wird gerade heftig. Muss ich denn hin? Da rein oder was? Was ist denn für eine Waffe? Oh, fuck! Berserker, jetzt kommt der, ihr Spasten! Mach euch sowas von kaputt! Thank you.
Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich brauche noch mehr. Da unten. Kommen schon mehr Gegner. Okay. Wahrscheinlich muss ich erst die Dämonenpräsenz eliminieren, um den vierten kaputt machen zu können, denke ich zumindest mal. Wo ist denn noch einer? Hallo? Müssen die nicht automatisch zu mir kommen? Scheiße, jetzt muss ich hier noch irgendeinen Krüppel suchen, der mich nicht findet oder was? Oder wir gucken halt, ob er doch irgendwie... Ah, die Musik ist ja auch noch gefährlich etc. Oder wir schauen halt, ob wir einfach doch zu dem Kühlsystem kommen, vielleicht. Ach, da ist es doch. Ah, es kommen noch mehr Gegner, ich wusste es. Noch mehr? Sie können sich jetzt zu meinem Kern begeben, um den Vorgang abzuschließen. Hier einfach. Sowas brauchen wir. Wir brauchen jetzt volle Schilde. Da unten haben wir noch geile Munition. Die nehmen wir auch mit. Da haben wir noch... Na. Da haben wir noch ein großes Schild. Und ich glaube, das reicht. Oh! Oh nein, wir haben es voll. Wir haben leider zu viel Munition für die krassen Waffen. Dann können wir auch weitergehen. Wenn das Wichtige voll ist, Energie haben wir eh voll. Oh, komme ich da nicht so hoch oder was? Der Zug unten wird dich zum Eingang bringen. Gatling. Brauchen wir nicht. Munition haben wir noch. So reisen wir. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Das ist ja was ganz Neues, dass ich das machen muss. Scheiße. Ach scheiße, das ist ja so eine... So ein Höllendämonentyp. Fuck, fuck. Oh Gott, was ist denn hier los? Kommt her. Alter, geht das hier ab. Okay, ja, ich hätte direkt diese krasse Waffe nehmen sollen. Das war dumm. Oh, da hat mir mein Bein rausgerissen. Aber geil, dass wir auch mal so sterben. Da sind wir noch nie gestorben. Ja, einfach die krasse Waffe auspacken. Und dann ist das Ding wahrscheinlich wieder innerhalb von 30 Sekunden gegessen. Schauen wir mal. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Gern. Na, kommt. Also ich muss warten, bis die scheiß Höllendämonen-Baronen da rauskommen. Sonst lohnt sich's ja nicht. Noch einer. Ach, wisst ihr was? Es kommt noch mehr. Fuck! Wisst ihr was? Nein, wozu habe ich denn die Waffe? Oh, fuck, sind hier immer noch eine Menge. Alter, sind das viele!
Seid ihr komplett behindert? Was ist denn hier los? Oh, keine Munition, ich hab's geahnt. Okay, dann halt Spam. Gut. Oh, ich hab's. Ach nee, Gott. Ah, fast tot, fast tot. Komm, schnell, schnell, schnell. Raus hier. Gut. Au, au, au. So, also nochmal möchte ich es eigentlich nicht machen. Fuck, also oben habe ich mich deutlich wohler gefühlt. War's das? Ne, es wäre gekommen hier Dämonenpräsenz, bla 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 oder so. Irgendwo versteckt sich noch einer. Die Frage, wahrscheinlich eher unten als oben, aber ich will erstmal die Sachen einsammeln. Da oben war auch Hast, aber Hast ist eigentlich so das Sinnloseste, finde ich. Hallo, nicht wegrennen. Am geilsten ist auf jeden Fall Berserker und danach kommt Vierfachschaden. So, und das brauchen wir nicht. Das war nur ein Fass. Wie viel Zeug vor allem hier unten noch rumlag und ich war eigentlich nur oben. Aber ohne diese krasse Waffe, also ohne diese krasse Waffe, also ohne die hier, wäre es unglaublich schwer gewesen. Das kann ich schon mal sagen. Und langwierig. Und ich hätte es wahrscheinlich noch 3-4 Mal probieren müssen. Also machbar auf jeden Fall, aber super schwer. Oh, da haben wir noch so ein Ding. So, es lohnt sich immer, sich so ein bisschen Zeit zu nehmen und die Sachen einzusammeln für den nächsten Kampf dann. Ich glaube, das hier ist voll. Nee. Gut. Das müsste es hier eigentlich gewesen sein. Ah, da haben wir nochmal Schildenergie. Perfekt. Dann ist die nämlich auch voll. Hoch mit dir. Oh. Hallo. So. Jetzt können wir voll bestückt, wahrscheinlich ist auch fast jede Waffe voll mit der Munition, voll bestückt zur nächsten Aufgabe gehen. Ich bin schon gespannt. Energie ist voll. Verliere Speicherkapazität. Kontrolle über neurale Funktionen minimal. Ach, ich will nicht, dass Vega stirbt. Oh, das erinnert... Sobald Vegas Kern vernichtet ist, zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle. Dein Ankunftsort ist der Brunnen. Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel. Dann schließt sich auch das Portal auf dem Mars. Für immer. Sie werden dich sicher nicht kampflos zum Brunnen lassen. Aber so magst du es ja am liebsten, oder? Das ist deine Natur. Was wollte ich sagen? Diese Szene da hat mich an... Was war das für ein Spiel? War das Half-Life 1? Ich glaube... Erinnert? Vielleicht eine kleine Hommage oder so? Keine Ahnung. Ah, ein Vega stirbt, der Arme. Der kann gar nichts dafür. Künstliche Intelligenz. Ein Hinweis für alle Fürsprecher bezüglich Vega. Manchmal haben sie vielleicht den Eindruck, dass jede ihrer Bewegungen überwacht wird, dass es keine Privatsphäre gibt und dass selbst ihre tiefsten Gedanken von Vega analysiert werden. Aber sie sind nicht paranoid, denn das geschieht wirklich. Aber es ist nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Vegas Intelligenz und Macht sind gewaltig, aber er ist nicht allmächtig.
Wie wir führt auch er eine eindimensionale Existenz. Er benötigt Arzt und Energie, um zu überleben. Seine Schaltkreise und Kühlmittelreserven sind physisch vorhanden und können durch Defekte beeinträchtigt werden. Am Ende dieses Zeitalters wird er eine weitere Trophäe für die dunklen Meister werden, ausgestellt in den großen Steppen. Es ist wichtig, dass sie Vega als das erkennen, was es ist. Ein Werkzeug zur Öffnung der Tore, mehr nicht. Wie wir kann auch er manipuliert und kontrolliert werden. Der Intellekt und das Wissen der Titanen der Hölle übertreffen Vegas... Fähigkeiten bei Weitem. Letztlich ist seine Intelligenz genau wie unsere nur künstlich. Moment, haben wir schon wieder 7 Waffenpunkte oder was? Es geht so schnell. Ja, wo pumpen wir die jetzt rein? Voll. Voll. Da haben wir nichts. Voll. Mikroraketen benutzen wir halt einfach nicht. Naja, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal hier rein. Schnelle Erholung. Leichtgewicht. Wir brauchen ja sogar 5. Ja? Komisch, dass hier keine Dämonen sind. Das Gehirn von Vega. Schon wieder einen Waffenpunkt erhalten. Ich hab doch gar nichts gemacht. Bedeutet aber, wir können unsere Pistole weiter aufbauen. Was? 9 Waffenpunkte? Was ist denn hier los? Bewege dich mit voller Geschwindigkeit beim Nutzen von aufgeladenem Energieschuss. Erhöhte Energie. Erhöht die maximale Energie des aufgeladenen Energieschusses, wodurch ein höheres Schadenspotenzial entsteht. Toll. Ja, dann machen wir jetzt das mit den Mikroraketen, weil ich ja eh nichts anderes habe. Reduziert die Nachladezeit. Der Vorgang ist abgeschlossen. Danke, Vega. Ich bereue vieles, Dr. Hayden. Kann sein, dass wir gerade eben eine Sicherungskopie von Vega mitgenommen haben. Das klingt interessant. Schon wieder ein Kapitel durch. Krass. Oh, wir haben sogar irgendwas geschafft. Splatter-Pinata. Töte 3 Dämonen mit einer Handgranate. Okay. So, aber das ist jetzt bestimmt das letzte Kapitel. Ich meine, wir sehen es zum dritten Mal in der Hölle. Durch Vegas Vernichtung hast du ein Portal direkt ins Herz der Hölle geschaffen. Jetzt musst du die Energiequelle der UAC finden, die als der Brunnen bekannt ist. Mit dem Schmelztiegel kannst du die Energie des Brunnens absorbieren und so dauerhaft unter Kontrolle bringen. Archend... D-Nur. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Oh, es geht ja schon weiter. Der Brunnen. Sieht wieder interessant aus. Wie immer. Erinnert so ans erste Eintreten in der Hölle. Da sah es zumindest recht ähnlich aus. Geiler Dämon. Ist halt schade, dass man hier solche bröckeligen Sachen nicht kaputt machen kann. Das ist immer ganz geil in anderen Spielen. Was soll das sein? Ein Ei oder? Oh, man nimmt sogar Feuerschaden, wenn man ins Feuer läuft. Aber man kann nichts kaputt machen. Aha. Ich würde gerne versuchen, darüber zu springen, aber ich weiß, dass es nicht funktioniert. Kommt her, Dämon. So habe ich es am liebsten. Kampf. Oh, das sieht gut aus. Wir brauchen auf Garantie erstmal wieder eine andere Waffe. Was ist das da unten? Ach so, ein Portal. Waren wir gerade im Stein drin? Ich glaube. Au, wie können die mich treffen? Boah, was ist denn hier los? Hat er Angst? Rennt zumindest weg. So.
Oh, hier geht's auf Garni gleich ganz böse wieder zu. Sag ich doch. Seid ihr denn alle? Aue! Andere Gegner aus dieser Fette? Nicht so aus. Oder vielleicht doch? Einfach mal das Genick brechen oder was? Es reicht schon, weil die den Mund aus, um die umzubringen. Komm, du bist der Letzte, glaube ich zumindest. Auffüllen und dann weiter. Ach, wir haben ja gar keine Kettensäge gebraucht. Aber wieder, in dem Kampf war keiner dieser komischen Höllenbaronen oder wie die heißen. Sondern nur wieder die einfache Form davon. Das verstehe ich nicht. Die anderen sind viel stärker und es würde den Kampf einfach einen Tick... Ach, wieder die Hast, oder? Würde halt einfach den Kampf einen Tick schwerer machen. Also, ich verstehe das einfach nicht, warum man die so selten einsetzt. Die kann man doch nur locker in jeden Kampf einsetzen. Also mittlerweile, wo wir jetzt zumindest schon so weit sind... In dem Spiel, warum liegt der nicht mehr rum? Wir warten noch gar nicht. Okay. Jetzt ist man schon so weit im Spiel, da kann man es ruhig mal ein bisschen kniffliger machen. Ich meine, ich bin ja immer noch auf ultra schwer oder keine Ahnung, wie das hieß. Speicherpunkt erreicht, dann machen wir auch mal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.